den Konfigurationseditor gconf-editor für den Einstellungsdienst gconf. Kann man wie folgt bei Fedora Core installieren. Man klickt auf Anwendung, Software hinzufügen, entfernen, gibt das Admin-Passwort ein, bestätigt mit dem Button OK. Klickt unter dem Reiter Durchsuchen auf Desktop-Umgebung, rechts auf GNOME-Desktop-Umgebung, klickt auf den Button Optionale Pakete, sucht sich das Paket gconf-editor heraus, macht ein Häkchen, klickt auf den Button Schließen, anschließend auf den Button Anwenden, weiter, so wird das Paket heruntergeladen und installiert. Okay, fertig mit der Installation. Das Programm hier kann man jetzt wie folgt starten. Man klickt auf Anwendung, Systemwerkzeuge, Konfigurationseditor. Im Textmodus kann man das Programm starten mit dem Befehl gconf-editor, Enter.